Hallo Bienenfreunde, wir haben den 11.04.2022 und ich möchte heute eine Mini Plus umsiedeln auf ein 1,5 Deutsch Normalmaß, aber das folgt in einem nächsten Video. Heute möchte ich mich erstmal bei euch bedanken für 4000 Abonnenten, sage ich recht herzlichen Dank, und wie das abläuft, möchte ich euch kurz in diesem Video erklären. Ja, wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, wir hatten bei 3000 Abonnenten schon mal ein Weisel-Suchspiel veranstaltet und da war es wahrscheinlich nicht so optimal. Einige konnten die Zeit, wo sie die Weisel gesehen haben, nicht so richtig nachverfolgen. Aber ich habe deshalb diesmal unten links, seht ihr hier diesen Zähler, und zwar bei 25 Bilder pro Sekunde sind die letzten beiden Ziffern immer bildgenau, also jedes einzelne Bild wird dargestellt. Und ihr könnt, wenn ihr die Weisel seht, den Film stoppen und seht genau, bei welcher Zeit und bei welchem Bild ihr die Weisel gesehen habt. Seid mir nicht böse, aber ich werde hier wahrscheinlich dann die Abonnenten bevorzugen, die das zuerst gesehen haben. Und als Abonnenten könnt ihr dann auch aussuchen, welche Königin ihr haben möchtet. Es wird eine 2022er Königin sein, eine Nachzucht, eine Standbegattete. Ihr habt zwei Auswahlmöglichkeiten, einmal eine Nachzucht von einer Sklenar G10 oder eben eine von der Belegstelle Konrad Buchert, eine Karnika Linie Kinder. Ja, wir werden das Video dann wieder wie im letzten Jahr als eine Premiere laufen lassen, wahrscheinlich an einem Samstag. Ich weiß noch nicht, wann wir das machen. Die Königin ist hier noch ungezeichnet und wie gesagt, es wird etwas schwieriger für euch, eine ungezeichnete Königin zu finden, aber ich wünsche euch trotzdem viel Erfolg dabei. Ja, die Königin, die dann hier zu suchen ist, das wäre dann eine 2020er ungezeichnete Königin. Wir werden sie in dem Video dann auch gleich zeichnen. Sie wird ein blaues Plättchen bekommen. Ja, und wenn das soweit ist, Abonnenten werden ja automatisch verständigt. Die kriegen eine Info, wann das Video startet. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, naja, der wird vielleicht zufällig mal draufkommen oder eben zu spät. Ja, das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Wir sehen uns dann im nächsten Video, da zeige ich euch, wie ich eine Mini Plus auf eine 1,5er umsiedle. Da gibt es ja auch schon vom letzten Jahr einige Videos, die ich gemacht habe. Diesmal mache ich es etwas anders, also seid gespannt. Bis dann, macht's gut und tschüss.